Ja, Ralf Kersten ist da von der Stadt Offenbach und hinter uns, da wird mächtig Fußball gespielt. Das heißt, Kickers Offenbach ist da mit Marcel Mosch und Marcel Aftic. Mir scheint, eure Jungs und Mädels haben auch Spaß dabei. Ach, das ist super für die. Also erstens ist es ganz nah, mal Spieler kennenzulernen und mit Spielern auch in Kontakt zu kommen. Man sieht, dass sie die ähnlichen Wege gegangen sind und dass sie ein bisschen erfolgreicher im Moment sind als unsere. Aber unsere sind auch auf einem guten Wege und sind auch dabei zu lernen und zu gucken, dass sie den Anschluss schaffen. Ne? Hier wird ja nicht nur gekickt, hier wurde ja auch ein bisschen gesprochen, wird ein bisschen geredet und da hat man schon gemerkt, ja, das hat was miteinander zu tun. Es ist nicht die gleiche nicht nur die gleiche Altersstufe, sondern, wie du es eben gesagt hast, auch die Lebenswege ähneln ein bisschen, gerade was Schule und Bildung angeht. Manchmal liegt es ja ganz nah beieinander. Das ist einfach so, dass manche dann eben das kleine Quäntchen Glück haben, bis sie nach oben kommen und aufsteigen. Und die anderen müssen halt warten oder sind verletzt oder machen sonst irgendwas. Aber eigentlich ist für alle der gleiche Weg vorgezeichnet, dass sie über Bildung und über Engagement, Motivation einen Weg finden, in dieser Gesellschaft vernünftig zurechtzukommen. Und so wie jetzt die Kickers-Spieler das Ziel haben, so richtig in der Stammelf zu stehen, so haben eure Schützlinge das Ziel, einen Praktikumsplatz bzw. einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das auf jeden Fall. Erstmal steht bei unseren der Schulabschluss nochmal an. Bei den anderen steht an Praktikum und Arbeit und Ausbildung. Und alle, das haben wir vorhin ja auch bei dem Marcel gehört, es ist ganz wichtig, eben dran zu bleiben, trotz aller Erfolge dann im Fußball auch immer noch zu gucken, dass man Abschluss schafft und irgendwann vielleicht auch eine Ausbildung, weil es gibt ein Leben nach dem Fußball. Und nicht alle können Trainer, Manager oder sonst was werden, sondern müssen gucken, wie sie dann ihr Leben bestreiten. Was können die jetzt uns hier so ein bisschen zuschauen, noch dazu tun, dass das Projekt richtig gut wird? Patenschaft, Stichwort oder so? Gab es da was, einen Gedanken? Wir haben gute Paten und arbeiten hier auch mit dem Offenbacher Patenschaftsmodell zusammen. Da sind auch einzelne von unseren Jugendlichen dabei. Auch von dem Teilprojektpartner sind Paten und Mentoren dabei. Also das läuft so langsam rund. Wir haben jetzt eine Bilanz von einem halben Jahr und man sieht, wir sind relativ gut dabei, auch mit vielen Leuten, und es macht Spaß. Das ist das Besondere daran. Vielen Dank. Ja, Frau Erich von der Firma Kids, hier gibt es heute wieder eine Besonderheit. Jetzt wird richtig gemeinsam gekickt. Was ist genau der Sinn und Zweck dieser Maßnahme? Die jungen Leute erleben hier zwei andere jungen Leute, die schon ihren Weg schon gegangen sind, die erzählt haben, wie man zum Erfolg kommt, wie man seine Ziele erreicht. Dass das nicht immer nur in 4 Stunden am Tag erledigt ist, dass sie lange Anreisen in Kauf nehmen mussten. Da haben wir ja oft auch ein Thema, wenn es darum geht, wo ist mein Praktikumsplatz und wie viel Fahrzeit nehme ich in Anspruch? Wenn man etwas wirklich will, dass man sich dafür auch mal was ausreißen muss, ein Bein ausreißen muss, um seinen Weg zu gehen. Und man sieht ja auch, sie haben sich sind gut in Kontakt gekommen mit unseren Teilnehmern und machen hier eine gute Show gerade. Haben Sie den Eindruck, das passt ganz gut zusammen, die Teilnehmer und die Kickers-Spieler? Ja, nach anfänglichen Berührungsängsten, so zu sagen, da sitzen zwei, die Profifußball spielen. Jetzt haben sie gemerkt, auch nur junge Menschen und haben richtig Spaß zusammen. Und jetzt sind die Berührungsängste gefallen. So, dann haben wir auch einen Teilnehmer, der ist leider ein bisschen lädiert, kann heute nicht so richtig mitkicken, aber Spaß macht's trotzdem, oder? Ja, sowieso halt. Es ist schön, dass man zwei Kickerspieler sieht, die wenigstens was am Ball können. Die können schon was und ich habe so das Gefühl, eure Jungs und Mädels haben auch Lust und Spaß daran. Ja, das sind auch Mädchen, die auch sehr gut kicken können. Also, und was kann man mitnehmen aus so einer Veranstaltung? Ja, gute Erfahrungen und hoffen, dass die das nächste Mal wiederkommen können.
Ja, Marcel Mosch, das war heute mal ein Training ganz anderer Art. Wie ist es denn bekommen? Ach, es war super, mal was anderes zu erleben, mal hier zu gucken, wie die Jungs und die Mädchen hier so kicken. Super. Jetzt habt ihr ja heute Morgen schon mal richtig trainiert beim OFC und jetzt hier diese Geschichte, macht aber kein großes Problem, oder? Ach Quatsch. Ich meine, wir haben jetzt Mittagspause, wir gehen jetzt noch schnell was essen und dann ist mal ganz cool, was anderes jetzt zu machen in der Mittagspause. Sonst ist immer derselbe Tagesabschnitt so. Ach, ist ganz cool, ja. Die Jungs und Mädels waren ja so ungefähr in eurer Altersklasse, vielleicht ein klein bisschen jünger zum Teil noch. Ne? Hast du den Eindruck, sie sind mit Spaß und Engagement bei der Sache? Ja, das hat man schon gesehen. Die hatten Spaß dran, haben mitgemacht. Ich meine, hätten die keinen Spaß gehabt, wären sie auch zum Beispiel nicht zum Kreis gekommen, haben mit hochjongliert und alles, aber waren ja voll dabei, also sehr gut. Aber du warst bei der Verlierermannschaft, also Aftic hat dich geschlagen und dein Team, an wem hat es genau gelegen? Ja, ganz klar meine Schuld. Also die anderen Spieler. Dein Team war ja hervorragend. Die waren super, meine Spieler. Es lag an mir, eindeutig. Alles klar. Dann musst du noch ein bisschen trainieren, ein bisschen üben, dann wirst du zukünftig auch hier bestehen können. Ja, heute Mittag dann trainiere ich nochmal dran und dann gibt es nochmal eine Revanche zwischen uns beiden, Marcel und mir. Und dann zeige ich es dir nochmal. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. So, Marcel Aftic, du bist ja auch ein bisschen hier ins Schwitzen gekommen, eben habt ihr trainiert und du warst bei der Siegermannschaft. Ja klar, war ich bei der Siegermannschaft. Also ich habe mir meine Mannschaft gut ausgesucht und wir haben das gut gerockt. Okay, und ihr habt ja hier nicht nur zusammen gespielt, sondern auch ein bisschen gemeinsam getalkt. Was hattest du für einen Eindruck? Ja, einen sehr guten Eindruck hier. Super Leute hier gewesen. Alle waren motiviert und hat mir Spaß gemacht. Und die Autogrammkarten sind auch begehrt? Ja, relativ. Relativ, okay. Also gut.